So, ich hole hierfür mal ganz kurz die Maus rein. So, sieh dir den Fußabdruck auf dem Topscreen an und identifiziere das Pokémon. Du darfst zweimal falsch liegen, okay? Und Fliege behält den Überblick. Hier kommt dein Pokémon, prüfe seinen Fußabdruck und sag mir, welches es ist. Ach Gott, was ist denn das? Das, ich glaube fast, dass das muss ja dann Nidoking sein, wenn's Bora ist. Ich warte hier meistens auf die Tipps. So. Was haben wir hier? Das ist höchstwahrscheinlich ein Mampfaxo. Aber ich warte lieber, bis da eindeutig was kommt. So, was ist hier? Ach Gott, was ist denn das? Das kann ich jetzt echt nicht zuordnen. Das. Okay, dann muss es Lombrero sein, wenn es Tyrakroc nicht ist. Von den beiden kenne ich die Pokédex-Einträge nicht genau. Ach Gott. Das ist entweder Logogo oder Plieprin. Ich nehme mal Plieprin. Zu ihm passt er eher. So, was haben wir hier? Das ist entweder. Ja gut. Kneifkäfer passt nur zu Pinsir. Luxtra und Hydropi konnte ich da sofort ausschließen. Ein Punkt. Okay. Da warte ich lieber. Okay, das war's nicht. Dann ist es Kramorx. Okay. Dann war es doch Isso. Okay, nur 5 von 6 richtig. Naja. So schwere hatte ich aber echt noch nie. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, ihr zwei. Lasst mich überprüfen, wie ihr euch angestellt habt. Eure Ergebnisse sind befriedigend. Naja, immerhin. Oh. Hier ist eure Belohnung für den Job. 100 Poké, ein Protein. Das nächste Mal erwarte ich eine bessere Leistung von euch. Ja, nächstes Mal kriegst du eine bessere Leistung. Gebt mir einfach einfachere Pokémon, bei denen man die Fußabdrücke ein bisschen einfacher erkennen kann. Nee. Fußabdrücke zu erkennen ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag. Der sagt auch jedes Mal das Gleiche. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Das lese ich immer wieder gern vor. So. Dann schauen wir mal, was wir heute wieder machen dürfen. So, was dürfen wir denn heute machen? Seht nach Jobs auf dem Shop-Infobrett und Ganoven-Infobrett. Ja, das Übliche. Was haben wir denn heute hier? Strandhöhle, zwei Stück. Zwei Stück Feuchtklippe, zwei Stück Stachelberg. Okay. Was haben wir hier? Drei auf dem Stachelberg, aber. Ach, ihr wollt mich da verarschen. Den mache ich auf jeden Fall nicht. Das ist. Der hat einen Monsterraum dabei und ich bin. Später bitte. Nee. Das sieht man hier oben. Feigling wartet mit seinen Anhängern. Wenn man das liest, dann weiß man, der hat einen Monsterraum dabei. Das mache ich nicht, bevor ich einen Ladungsstoß habe. Oder mindestens einen Donnerblitz. Hier haben wir. Ja, einfach nur Diebesgut zurückholen. Und hier. Ja, Lunastein festnehmen. Also,
Die zwei traue ich mir irgendwo noch zu, aber den hier, nein. Nein, danke. Der verdient kein B, der verdient schon A. Ich finde es eh schon toll, dass wir hier so früh schon B-Missionen kriegen. Aber die fordern einen wenigstens. Dann machen wir hier die zwei vom Stachelberg auch noch. Was ist hier? Einfach nur retten. Und hier auch nur retten. Dann haben wir jetzt 4 Jobs. Schauen wir aber nochmal an den Strand. Vielleicht finden wir da auch noch einen. Die quatschen wir nachher an, die da oben sind. Ich will erstmal schauen, ob wir hier wieder was haben. Heute ist keine Flaschenpost da. Hier ist übrigens der Eingang zur Strandhöhle, wenn es euch interessiert. Da kann man auch direkt so rein. Muss man nicht über die Kreuzung gehen. So. Genau hier, genau. Wo denn sonst, genau? Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest, Bidiza. Lass uns tapfer sein und mit unserer Erkundung beginnen. Ich gehe mit zum Flora auf eine Erkundung, aber... ich sage euch, ich bin nicht gerade sehr zuversichtlich. Dann schauen wir mal, wir nehmen wieder alles mit. Schauen wir mal, wen haben wir denn da? Danke, Kilian und Fliegi. Oh, Kilian und Fliegi, vielen Dank, dass ihr meinen Bruder gerettet habt. Azurill ist sicher zurückgekehrt. Ich hab vielen Dank. Hey, Wompel. Ja? Das Wetter ist schön heute. An solchen Tagen wie diesen bekomme ich immer ganz schön Hunger. Wie? Ehrlich? Die zwei sind so ulkig. Ach. Team ASP, glaube ich, ist das hier, ne? Hey, ihr zwei. Kommt ihr aus dieser Gegend? Dann verratet mir, irgendwo in dieser Gegend soll es einen Ort namens Nullinsel geben. Kennt ihr ihn? Die Nullinsel? Nein, sollte ich diesen Ort kennen? So ist es also wie? Gut, dann eben nicht. Wir sind Team SPA. Wir sind eine Gruppe von Dieben und werden von Snipona angeführt. Die Suche nach dem ultimativen Schatz hat uns hierher geführt. Aber dieser Ort sieht nicht sonderlich vielversprechend aus. Wir sind den ganzen Weg hierher gereist. Dieser Ort scheint jedoch sehr schäbig zu sein, oder? Und hier, was hast du zu sagen? Hey, ein weiterer toller Tag. Viel Glück beim Gildentraining. Was hast du denn heute im Angebot? Du hast 3 Gummibonbons. Einmal lila. Was ist lila nochmal? Geist. Und grau ist Gestein. Ich schnapp mir den Graugummi. Dann wollen wir doch mal was lagern. So, wir brauchen nur einen Apfel. Graugummi lagern wir auch. Ich würde 3 Sinelbeeren nehme ich vorsichtshalber mal mit. Flair und Taubsamen passend. Elixier lagere ich auch mal 2 Stück ein. Diktri ist schon wieder da. Das Meer ist zu riesig. Und er sagt immer noch dasselbe wie vor 2 Tagen. Auf der Tohaido-Klippe. So. Zwillicht, du kriegst die restlichen 193 Poké, die ich hier noch habe. So. Ich freue mich schon darauf, dass das, was die hier machen, dass das fertig ist. Wir hatten am Vortag ja Pandia hier und jetzt ist so ein Wohin genau. Ich verrate mal nicht, was hier hinkommt. So. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn wir die Missionen erfolgreich schaffen, dann gibt es nämlich eine ganz schöne Menge Punkte.
Die Ränge bringen uns im Gegensatz zum letzten Mal sogar was. Also im Gegensatz zum letzten Spiel. So, was haben wir hier? Implosivsamen, das ist super. 72 Pucke. Ach, ich habe immer noch einen Rutenschlag fixiert. Moment mal, ich muss erstmal wieder Donnerschock fixieren und du darfst den Ruckzuckgeber auch wieder verwenden. So. Da ist noch ein Samen. Ein Belebersamen, super. Passivbeere, hier liegt Geld. Ein Warpsamen, okay. Wer weiß, wozu wir den mal brauchen können. Du kriegst erstmal einen Rutenschlag. Und dann darf Lee das machen. Du hast nämlich wenigstens halbwegs effektive Attacken. Dass er einfach mal mit Biss angreift. Ruckzuckhieb kannst du gern jederzeit machen, wenn du hinter mir stehst, aber wenn ich dich schon nach vorne schicke, dann darfst du auch mit Biss draufhauen. Ebene 3. Ein Schlaffsamen. Das ist doch wieder ein Plagiat-Item. Was machst denn du nochmal? Nahrungsmittel, das einen Schlaffstatus hervorruft, was die, das Gehen über Wasser ermöglicht. Füllt den Magen ein weniges Plagiat-Item zum Schlafsamen und du wirst eine angenehme Überraschung erleben, wenn du einen Fehler bei diesem Item machst. Ja, warum auch nicht? So. Ebene 4. Hier müsste doch schon bald der erste Job sein, oder? Anscheinend noch nicht. Dann suchen wir halt jetzt erstmal wieder die nächste Treppe. Haben wir ja auch gleich hier. Ebene 5. Hier geht's auch hierher. Das ist eine Sackgasse. Also Fliege, wenn du so weitermachst, hast du bald keine Attackenpunkte mehr auf deinem Rückzugkeep, wenn sie dir nicht eh schon ausgegangen sind. Naja, da hätten wir sogar noch ein Top-Elixier. Wie viele von diesen Kleinsteins kommen jetzt eigentlich noch? Noch ein bisschen mehr, wie es scheint. Ach, der Lebenswuler wirkt ja immer noch. Thank you.
hier ist endlich die Treppe. Was haben wir hier? Taubsamen und noch ein Taubsamen. Den nehme ich aber mit. Weil den können wir hier richtig gut brauchen. Was brauchen wir denn nicht so? So, ich regeneriere mal ganz kurz ein paar KP. Und dann gehen wir weiter. Ebene 6. Eine Zielebene erreicht. So. Hier haben wir zumindest unser Zielobjekt schon mal gefunden. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. So, was lassen wir denn jetzt da? Eigentlich alles viel zu brauchbar. Um es nicht mitzunehmen. Wie schaut's mit meinen Attackenpunkten aus? Sieht mit beiden nicht wirklich gut aus, aber ich trink's mal lieber selber, weil mein Donnerschock ist noch ein bisschen wichtiger. Oh, da liegt ein Gummi. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Moment, ich glaube, ich muss gleich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Aber erstmal habe ich hier nicht noch ein zweites Top-Elixier, ja. Das geben wir jetzt Fliegi. So, und ich muss jetzt ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, okay. Ja. Hat kurz zwischenzeitlich Essen gegeben, deswegen musste ich mal ganz kurz weg. Yay, ich treffe nicht mit Steinen. Aber den treffe ich wenigstens. Level 11, sehr schön. Es gibt noch mal einen schönen kleinen Schub. Und für Fliegi ja genauso. Er lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Kraftwelle, das ist sehr schön. Macht die Ausdauer weg. Und nehmen wir den einen kleinen Kiesel wieder mit. Auf einmal macht er Schaden. Wie viel macht die überhaupt? Oh, Stärke 5. Das ist schon richtig gut. Was hat ein Biss eigentlich vergleichsweise? Eine 4. Das ist ein Unterschied. Habe ich hier jetzt eigentlich Missionsziele? Auf dieser Ebene. Ebene 6 ist erledigt schon. Okay, dann geht's in Ebene 7 und hier haben wir auch jemanden zu retten und auf Ebene 8 und 9 waren dann jetzt die Ganoven, ne? Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen, ich möchte fortsetzen. Hier haben wir dann noch die Treppe und dann schauen wir mal, nächster Ganove. Ein Schallelos. Erstmal eine Donnerwelle. Wer macht mit der Kraftwelle mehr Schaden als ich mit einem sehr effektiven Donnerschock? Die Singelbeere kriegst du jetzt.
jetzt besser mal, weil der hat da vorhin irgendwie 20 KP gemacht. Mit einer Attacke. Komm schon, lass dich nur paralysieren, sehr schön. Und da haben wir Schalellos K.O. gehauen und den Schlafbob gefunden. Und nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Die essen wir einfach mal. Einen Ganoven haben wir noch. Ach du Scheiße, wieso sind hier so viele Pokémon? Da habe ich jetzt aber Pech gehabt. Komm schon, lass dich paralysieren. Muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Au! Ah! Okay. Das gibt's jetzt nicht, oder? Nee. Der one-hittet mich einfach, ja klar. Was habe ich denn jetzt hier noch alles? Es ist jetzt eine schwierige Situation, nachdem ich der Arsch one-hitten kann. Bin ich echt der Meinung, ich sollte hier einfach abhauen, diesen einen Job sein lassen und die anderen drei Jobs dafür mitnehmen. Ich suche die Treppe. Ich habe keinen Bock drauf, mir jetzt K.O. zu gehen, während... Dann sind nämlich die anderen drei Jobs, die ich gemacht habe, komplett für den Arsch gewesen. Hat mich jetzt eh schon zwei Belebersamen gekostet, der Arsch.